Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin hier in Freiburg am Ernst-Mach-Institut und ich treffe den Frank, einen echten Senkrechtstarter. Hallo Frank. Hey Moritz, super, dass du hier nach Freiburg gekommen bist, zu Fraunhofer ans Ernst-Mach-Institut. Genau, und ihr habt hier den Satelliten Ernst gebaut, der soll jetzt mit Transporter 11 starten, mit SpaceX. Mhm. Ernst-Mach, gehört das zusammen? Ja, das hängt natürlich ein bisschen zusammen. Die Namensfindung ist immer eine ganz besondere Phase für so ein Projekt. Und ERNST steht für experimentelle Raumfahrtanwendung auf der Basis von Nanosatellitentechnologie. Also wie schon gesagt, es gibt natürlich da einen Zusammenhang. ERNST und Ernst-Mach-Institut, das ist unser kleiner Nanosatellit, den wir hier launchen. Und deswegen muss der auch so heißen. Und den habt ihr hier gebaut und das kann ich mir anschauen, wie ihr ihn gebaut habt. Ja, genau, das zeige ich dir. Genau genommen sind die Labore hier oben. Und genau da gehen wir jetzt hin und dann zeige ich dir das alles mal. Mega. So, da vorne sind unsere Raumfahrtlabore. Hier werden die Satelliten zusammengesetzt. Und dann geht es gleich weiter hier in unser Satellitenlabor. Da werden die Satelliten getestet. Ja, qualifiziert für den Flug. Und hier haben wir gleich mal ein schönes Beispiel, unser Bremssegel, was wir hier entwickelt haben, eine technologische Innovation, die wir hier demonstrieren wollen, ob das auch wirklich funktioniert. Dieses Bremssegel soll ERNST so schnell wie möglich nach dem Ende seiner Mission wieder auf die Erde zurückbringen, also verglühen lassen in der Atmosphäre, damit er kein Weltraumschrott ist. Hier haben wir einen Bereich, das ist die Thermalvakuumkammer, ein Kasten, in dem wir die Flugphase simulieren können, weil wenn ERNST sich um die Erde bewegt, dann heizt er sich auf, kühlt ab und das Ganze im Vakuum. Und das simulieren wir hier. Das sind zyklische Tests, die sind ganz kritisch, weil da geht dann auch meistens irgendwas kaputt und das muss man dann halt wieder austauschen. Mhm. Und wenn man hier um die Ecke rumkommt, dann haben wir hier unseren Shaker-Table, unseren Rütteltisch und in dem Rütteltisch wird die Startphase simuliert. Also das, was du immer kommentierst, das ist deine Aufgabe hier. Wir schütteln die Hardware durch, unseren Satelliten, aber auch die einzelnen Komponenten, um herauszufinden, ob irgendwas locker ist oder anders kaputt geht eben bei diesen Startlasten. Und ist tatsächlich der erste Satellit, der aus Freiburg kommt, oder? Kann man das so sagen? Ja, der erste ganze Satellit und nicht nur das, es ist sogar auch der erste Satellit der Fraunhofer Gesellschaft, den wir jetzt hier bauen, den ersten Forschungssatelliten. Das sind ja alles Forschungssatelliten, wo wir Technologiedemonstrationen machen wollen. Hier steht das, das ist das Qualifikationsmodell mit den aufgeklebten Solarpanels. Da haben wir die ganzen Mechanismen und geguckt, wie das alles zusammenpasst. Und hier ist der Satellit als FlatSat aufgebaut. Der dient uns natürlich jetzt auch während der Flugphase als ein Testbett, wo wir immer gucken können, wie, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wie funktioniert das. Wir können hier auch vorher testen, bevor wir irgendwie eine Software hochspielen. Das können wir alles hier machen und dann. Und in der Raumfahrt, da haben wir haben wir verschiedene Themen. Wir beschäftigen uns mit Weltraumschrott und wie man sich davor schützen kann. Da sind wir auch bekannt dafür. Wir bauen aber auch wissenschaftliche Instrumente, die dann auf Satelliten im Weltraum fliegen sollen. Also zum Beispiel haben wir einen Impact-Detektor, der detektiert, wie Space Debris, wie Weltraumschrott auf Oberflächen fliegt, weil da ist noch viel Forschung nötig. Und wir haben jetzt auch hier die Möglichkeit, als wissenschaftliches Instrument Infrarotkameras zu bauen, die wir dann auf unseren kleinen Satelliten jetzt auch starten. Und das ist alles das, was wir im Geschäftsfeld machen. Und dazu kommt auch noch, dass wir uns auch mit den Daten und der Datenauswertung beschäftigen. Und Geschäftsfeld ist auch, also ist jetzt nicht irgendwie Forschungsfeld, sondern im Prinzip ihr als Fraunhofer Gesellschaft oder die Institute, die beim Fraunhofer Gesellschaft hängen, eure Aufgabe ist ja schon auch, das, was ihr hier macht, die Forschung, das soll Anwendungsforschung für die Industrie sein, oder? Das soll möglichst dann aus der Forschung möglichst schnell in die Industrie laufen. Ja, genau. Da gehe ich vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was ist denn die Fraunhofer Gesellschaft eigentlich? Die Fraunhofer Gesellschaft ist eine private Forschungsgesellschaft, die größte Europas. Und in Deutschland haben wir zum Beispiel 76 Institute und die sind über ganz Deutschland verteilt und beschäftigen sich mit allen möglichen Forschungs- und Technologiethemen. Und der Auftrag der Fraunhofer Gesellschaft ist angewandte Forschung. Das heißt, wir machen
anwendungsnahe Forschung, das heißt, was bei uns rauskommt, das soll direkt eine Industrie auch übernehmen können und das soll ein Industrieunternehmen auch unterstützen können. Das ist dieser anwendungsnahe Aspekt. Das heißt, wir haben hier Industriepartner, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten und die wir mit unseren Forschungsdienstleistungen auch unterstützen bei ihren Geschäftsmodellen. Ja. Und dass sie auch weiterhin innovativ sind und erfolgreich sein können. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, du sagtest, Fraunhofer-Gesellschaft ist eine private Gesellschaft. Also das heißt, ihr bekommt zwar auch Staatsgeld, aber das Hauptgeld kommt eigentlich, sagt man dann, über Drittmittel oder beziehungsweise das müsst ihr einwerben von Industriepartnern oder ja. Ja, das ist tatsächlich, wir müssen ein Drittel, also das Fraunhofer-Modell besagt, dass wir ein Drittel unserer Mittel von der Industrie einwerben müssen. Und dann ein weiteres Drittel in öffentlichen Ausschreibungen, also jetzt Forschungsprogramme vom Forschungsministerium, da gibt es aber auch Wirtschaftsministerium, EU-Rahmenprogramme, ESA und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten, öffentliche Mittel einzuwerben für unsere Forschung. Und dann haben wir noch ein Drittel Grundfinanzierung. Und Grundfinanzierung, die kommt vom Forschungsministerium. Für unser Institut, da kommt ein guter Anteil der Grundfinanzierung auch vom Verteidigungsministerium. Und das ist so vielleicht die Überleitung zu Ernst, weil ihr habt euch da überlegt, da kann man mit Ernst kann man was machen und ihr habt euch überlegt, wer das interessant finden könnte und da einen Geldgeber gefunden im Prinzip, oder? Ja. Kann man das sagen? Also die Bundeswehr hat gesagt, finden wir interessant, was ihr damit könnt und das wollen wir ausprobieren. Was fanden die da interessant? Also geht es um die Nutzlast oder geht es um die Größe des Satelliten? Also wir sehen in diesen kleinen Satelliten und bei kleinen Satellitentechniken großes Potenzial auch für die Fraunhofer-Institute, die ja viel Technologieentwicklung haben und viel Spin-In auch ermöglichen. Zum Beispiel bei Ernst, da ist die 3D-Drucktechnik haben wir ausprobiert. Wir haben innovative Mechanismen, weil letztlich das Bremssegel, das ist ein Entfaltungsmechanismus und das ist immer eine ganz kritische Sache. Da ist wirklich viel Forschung und Technologieentwicklung auch nötig. Außerdem haben wir noch eine Datenprozessierungseinheit, mit der wir wirklich direkt vor Ort, on board, dieses Datenprozessierung machen können, das heißt Bilder verarbeiten können. Also es ist ein super spannendes Thema für Fraunhofer und wir haben auch gesagt, also bei uns als Institut, wir bauen doch wissenschaftliche Instrumente. Wollen wir die jetzt immer nur auf anderen Satelliten starten? Es hat große Vorteile, wenn man seine eigene Plattform hat und diese wissenschaftlichen Instrumente, aber auch Komponenten auch testen kann. Und das war die Geburtsstunde für Ernst, dass wir gesagt haben, wir bauen auch einen Satelliten. Universitäten machen das auch teilweise, dass sie kleine Satelliten bauen. Warum sollen wir das nicht machen, um dann was zu verbringen? Dann war nur die Frage, wo kriegen wir das Geld her? Wer zahlt uns das eigentlich? Und weil wir so eng eben auch mit der Bundeswehr hier zusammenarbeiten in verschiedenen verteidigungsrelevanten Themen und die Bundeswehr auch das Thema Weltraum bei sich auf der Agenda hat, mit Weltraumradaren, aber auch mit eigenen Satelliten, mit denen Aufklärung betrieben werden kann, war für uns naheliegend, dass wir mit der Idee an die Bundeswehr gehen und sagen, wir haben hier ein super spannendes Projekt, wollt ihr uns nicht Geld geben dafür? Mhm. Und wir haben das auch positiv beschieden und gesagt, okay, ist eine spannende Idee. Wir geben euch die Mittel dafür, dass ihr diesen Demonstrator baut und diese Demonstration machen könnt. Mhm. Bei einem Raketenstart, den kann man vorher nicht testen. Das heißt, im Prinzip, das läuft alles, was ihr hier gemacht habt in jahrelanger Arbeit, das läuft jetzt auf diesen Start zu und das heißt dann innerhalb von 15 Minuten passiert ganz, ganz viel und es gibt das Sprichwort, eine Million Dinge können schief gehen und eine Art ist, wie es richtig läuft. Seid ihr da irgendwie angespannt? Bist du angespannt? Ich meine, das ist ja irgendwie insgesamt ein Projekt, was du begleitest und was unter dir aufgehängt ist. Ja, das ist extrem spannend. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da extrem locker bin. Wir wissen, da hängt jetzt ganz viel vom Start ab. Es kann ja alles Mögliche schiefgehen auch. Mhm. Ja, der Start kann schiefgehen, wie wir gesehen haben. SpaceX hat da jetzt nochmal Starts verschieben müssen, weil sie ein Problem hatten mit ihrer Oberstufe, das jetzt hoffentlich auch gelöst ist. Mhm. Weil unser Ernst jetzt halt demnächst auch startet auf so einer Oberstufe, die dann auch hoffentlich funktioniert. Mhm. Dann die Verbringung, dann wird der Satellit ausgesetzt und dann muss die Antenne aufklappen, es müssen die Solarpanels aufklappen. Das sind alles Prozesse, die sind sehr kritisch.
Aber auch, wie schon gesagt, das ist sehr spannend. Jeder einzelne Schritt muss funktionieren, dass wir hinterher Ernst auch ansteuern können und mit ihm experimentieren können. Wir haben ja jede Menge Experimente geplant, die auf Ernst laufen sollen. Und dafür muss das System funktional sein. Mhm. Ja. Und wenn es da oben ist, dann kann man nichts mehr machen. Ja, ich drücke euch auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe, für den Start. Und das müssen wir natürlich live anschauen. Und für mich dann noch immer ein anderer Effekt, wenn ich genau weiß, da ist eine Nutzlast, die ich hier ja kenne. Und wo ich auch die Leute kenne, die den gebaut haben und die da ihr Herzblut reingesteckt haben. Und drücke euch da die Daumen, wünsche euch alles Gute und bin natürlich sehr, sehr gespannt, was Ernst dann hoffentlich an Forschungsarbeit macht. Und da werde ich noch mit deinen Kollegen, glaube ich, drüber reden, von wegen, was die Nutzlast genau macht und was man dann vielleicht mit den Daten später mal können wird. Genau, man sieht ja hier, wir haben eine große Linse, das heißt eine große Kamera, also ein Erdbeobachtungssatellit, und der kann spannende Sachen machen. Cool.